Das ist der Fritz. Das ist der Michi. Und auf vielfachem Wunsch spielen wir heute Outlast. Und wenn ich vielfachem Wunsch sage, dann meine ich der wütende Mob mit Fackeln und Mistgabeln, angeführt von Daniel und Martin, die uns diese Scheiße hier eingebrockt haben. Ach, Outlast. Ich dachte Outcast. Ach so. Ich habe mich auf sonnige, grüne Wälder eingestellt. Ja, fast. Aber grün ist dieses Spiel auch. Das ist wohl ein ganz schlimmes Horrorspiel. Wir wissen nicht besonders viel darüber. Ich würde einfach sagen, wir fangen jetzt an, weil wir wollen ja endlich vor Angst sterben. Das, du weißt also auch nicht. Ich habe mich nämlich extra nicht informiert über das Spiel. Ein bisschen was weiß ich, aber ich glaube, wir fangen jetzt einfach mal an und machen mal ein neues Spiel und dann geht das schon. Aha, Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Wie mein Stammtisch. Du schlüpfst in die Rolle von Miles Upshur, einem Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Dass du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst, um die anderen Journalisten einen großen Bogen machen, hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenheilerstadt Mount Massive aufzudecken. Mount Massive? Okay. Doppelt gemoppelt. Bleib so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Du bist kein Kämpfer. Um das Grauen der Nervenheilanstalt Mount Massive zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, bleibt dir keine andere Wahl, als wegzulaufen, dich zu verstecken oder zu sterben. Fast so ein bisschen wie die Wahl jetzt dann, ne? Super. Die ja, geht dann schon davon aus, dass wir nicht überleben. Okay. Los geht's. Wie schlimm kann's, das kann ja auch nicht so schlimm sein. Immer diese Panik machen. So. Wir spielen es auf dem PC, weil wir unsere PlayStation 4 schon kaputt gemacht haben. Oh, cool. Bin schon das Radio. Mount Massive Asylum. Ich merke übrigens gerade, dass ich dich so gut wie gar nicht höre. Das ist besser, ich werde eh nur rumschreien. Sollte die vielleicht nicht, die Ohrstecker vielleicht nicht bis auf Anschlag reinschieben. Die sollen sich schon gegenseitig innen drin berühren, oder? So. Ja, keiner da. Sieht aber noch mehr aus als Slender, immerhin. Sie kennen mich nicht, muss mich kurz fassen, werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Psychiatric Systems in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich, verstehe es nicht, glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren phasen etwas von Traumtherapie, die zu tief geht und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Ja, und dafür sind wir da. Also irgendjemand sich heutzutage noch für Enthüllungsjournalismus interessieren würde. Können wir nicht irgendwas über irgendeine so eine fette Reality-Soapstar-Tussi machen oder was über Hunde? So, jetzt haben wir auch eine Kamera. Agency Independent. Ich kann das alles noch nicht steuern, ne? Also das macht das Spiel von alleine. Also der Fritz spielt, falls ihr das noch nicht erkannt habt. Okay, also da hinten ist offensichtlich schon mal dieser Mount Massive. Okay, im Notizblock. Block. Eine Tab. Und jetzt kann ich mir das hier aussuchen. Gut, wir haben jetzt noch nichts notiert. Wir haben auch noch keine Dokumente. Ich finde, bis jetzt ist das total easy, das Spiel. Das soll ich, also ich verstehe nicht. Ich habe auch von vielen Leuten gelesen, dass sie das nicht ausgehalten haben, weil es so schlimm war. Aber oh, ein Jeep Wrangler, mein Lieblingsauto. Und wir sind sehr groß, wie wir merken. Merkst du das? Das ist die Fritz-Simulation. Ich mag es ja in Ego-Spielen immer nicht, wenn man so mittelgroß ist. Das ist so unrealistisch. So musst du dich fühlen. Hey. So, was können wir denn, können wir hier was machen? Nee. Da ist ein Stift. Kann man den mitnehmen? Ich glaube, der ist sehr wichtig für nachher das Kombinationsrätsel im 12. Level. Ah, okay, das habe ich aber was gemacht. Moment, jetzt habe ich die Kamera genommen. Mit der rechten Maustaste nehme ich die Kamera in die Hand, okay? Und der filmt dann die ganze Zeit. Wird der Film irgendwann voll oder so? Was ist denn das hier oben? Ist Batterieanzeige? 2 von 10 Batterien. Ich glaube, wir sollen nicht die ganze Zeit filmen, kann oder? Auch irgendwie die Ach, schau mal, ich kann auch die Tiefe ändern. Okay. Reinzoomen. Ist auch HD-Auto? Gut. 2,4. Du musst aber, ich glaube, wenn du die ganze Zeit filmst, dann geht die Batterie leer. Ich weiß es halt das nicht. Das machen wir lieber nicht. Wahrscheinlich hat die so einen Nightshot.
Die Taschenlampe. Und wir können uns hier so zur Seite lehnen. Ein bisschen wie bei Arma. Ja. Ich sage, das ist das Fritz-Spiel. So, drücke linke Maustaste, um eine Tür schnell zu öffnen. Halt. Ja, vielen Dank. Was? Ah, und wahrscheinlich halten, um sie langsam zu öffnen, oder? Bereit. Habe ein Haus gesehen. Hat er sich jetzt ist ein Haus. Uns wird unser blödes Lachen halt gleich noch so vergehen. Ja, ich dachte, wir machen das jetzt möglichst viel davon. Dass wir es aus dem Weg haben. Ja, kommt schon ein bisschen blödes Wetter auf. Hä, wie hängt denn die Lampe da? Ich kann auch, oh, ich kann rennen, okay. Gut. Oh, die ist abgerissen, oder? Oder soll die so hängen? Nee, das ist, glaube ich... Wow. Eine Gestalt am Fenster! Okay. Vielleicht war das aber auch nur so eine Magierung. Oh, nee, warte mal da. Da kann man rein, theoretisch. Da ist ein Licht angegangen. Hm. Geht mir ein Licht auf. Kann man durch die Vordertür rein? Warum stehen denn da so Panzerfahrzeuge rum? Oder sind das von der Anstalt welche? Nee, also es sei denn, sie hätten hier irgendwie... Dicke Patienten. Psychiatrie. Steht da irgendwas drauf? Irgendwie Superpolizei oder so? Nee. Von der HB8221. Ich schaue mich ganz kurz um, bevor ich mal außen, bevor ich reingehe, nur um zu gucken, ob man vielleicht noch einen anderen Weg nehmen kann. Ich bin ja so ein furchtbarer, ich guck mal erstmal überall anders hin, Spieler. Damit müsst ihr klarkommen. Wer ist das nicht? Man kann das Spiel übrigens auch mit Gamepad spielen. Ich bin total nervös, weil ich hier mit Maus spiele. Deswegen ist der einzige Grund, warum die Leute auch alle so ausgerastet sind. Oh Gott, ich muss das mit der Maus spielen. Weil die Sensitivität so hoch eingestellt ist. Okay, also. Tür auf. Hier ist der Zimmerservice. Dadurch, dass die verlassen ist, ist das relativ egal. Ach, schau mal. Ach so, dann ändert sich das Icon so ein bisschen. Okay, das hat schon mal nicht funktioniert. Das auch nicht. Ja, gut. Fahren wir wieder zurück. Ja, tschüss. So, war nett. Man muss das mit diesem investigativen Journalismus auch nicht übertreiben. Nee, machen wir lieber was mit fetten Reality-TV. Gucken wir jetzt mal hinten. Menschen. Oh, hier ist auf jeden Fall schon mal ein Loch in der Wand. Steuern links. Kommt jetzt eine Jump'n'Run-Einlage oder was? Wahoo! Der Dings ist auch ganz schön stark, oder? Hier dieser Unschärfe-Effekt. Ich glaube, da wären wir noch... Das ist die Art Enthüllungsjournalist. Das gehört aber auch zu einer guten Enthüllungsjournalisten-Geschichte, oder? Dass die alle ein bisschen besoffen sind. Das macht die Geschichte hinterher auf jeden Fall spannender. Und dann kam ein riesiges UFO. Das kennen wir ja schon. Aber du hattest vollkommen recht, Freunde. Wir können da rein. Falls ihr euch wundert, warum ich mich nicht mehr beeile, da reinzukommen... Wir spielen auf Zeit. In der nächsten Folge wisst ihr wahrscheinlich, warum. Ja, ich halte mich so ein bisschen... drei Sachen geben mir Hoffnung. Ach, guck mal, springen kann man auch. Ja. Drei Sachen geben mir Hoffnung. Zum Ersten, man kann das hier durchspielen. Also man kann das irgendwie... Das kann ist irgendwann zu Ende. Zweitens, es erzählt irgendwie eine Geschichte. Das heißt, sie können mich nicht nonstop in den Wahnsinn treiben und erschrecken, sondern müssen auch mal kurz was sagen. Mhm. Und es soll wohl nur 4 Stunden dauern. Oh, cool. Haben wir jetzt schon ungefähr so 2,5 Stunden haben wir, glaube ich, schon gespielt. Boah, wie doll das einen fertig macht, diese Unschärfe. Total schwindelig. So, kalibrier du mal lieber deine Brille. Okay. Funkeln da schon. Ja, es gibt keinen Nachtsichtmodus. Ja, geil. Ich dachte, da ist ein Nachtsichtmodus drin. Dann geh mal da ans Fenster. Ach doch. Ah. Oh, boah, ja, die Ansicht brauchen wir unbedingt. Oh, nee. Das ist eine der Horrorfilm-Szenen, die mich bis heute immer noch fertig macht, in dem Film The Descent. Dann schwenken die mit dem Camcorder. Ja, ich weiß. Oh, fuck. Und das haben wir ein ganzes Spiel so. Juhu. Aber wir können selber schwenken. Wir können ja immer dahin schwenken, wo nichts ist. Okay. Das wird einem ja vorher gesagt in so Horror. Siehst du, da oben die Batterie geht da ganz schön schnell leer, wenn das an ist, ne? Ich weiß halt nicht, ob sich das wieder auflädt oder... Oder nicht. Die normale Batterien sich auch von alleine wieder aufladen. Muss man andersrum wieder reintun, fester drücken, dann gehen die wieder. Ach guck mal, und jetzt, wenn ich es gedrückt halte, dann kann ich die hier...
Das ist wohl wie in Amnesia, habe ich mir sagen lassen. Ja. Gut, haben wir es geschafft, oder? Ja. Also, ich glaube, die Aufgabe in dem Spiel war, in das Haus reinzukommen. Wenn ich jetzt umdrehe, steht bestimmt irgendwas hinter mir. Moment, da. Ah, ein Aktenordner. Also noch ist alles total entspannt. Erinnert mich ein bisschen an Alan Wake, diese Psychiatrie. Oh, wer ist er? Das ist der böse Wissenschaftler, Priester. Sieht ein bisschen aus wie Jack Nicholson, so rum. Shining. Das würde auch das Setting so ein bisschen passen, oder? Das war ein Hotel, oder? Irgendwas hat geschrien. Oder irgendwo ist der Tee fertig. Eins von beiden. Ich finde es gut, dass du noch Scherze machen kannst. Das ist mein Abwehrmechanismus. Weißt du denn irgendwie, ob es im weitesten Sinne Gameplay-Mechanismen mit Einsammeln oder sowas gibt? Ich weiß, dass man halt Türen aufmachen muss und so. Also irgendwie Fernseher von Morin? Ja. Ist schon kein gutes Zeichen. Okay, schauen wir hier mal raus. Ich mach das alles schön langsam, oder? Also nicht zu schnell. Was steht da? Kannst du das lesen? Ja. Skinner and Beyond. Was ist das andere? Skinner, dann nicht Sinner? Nee, das ist ein K. Ah, Skinner. Stimmt, ja. Hast du recht. Schon ein Titel, der nicht so vielversprechend klingt. The Science of Faith. Ich dachte, die beiden Sachen schließen sich aus. Da musst du durch. Classified. Aber sie haben noch Strom. Ach, schau mal, das ist eine Batterie. Ah. Ist doch nur so ein Computer? Nee, ist nur so ein Scan-Dings. Aber ich glaube, dass tatsächlich nur der Strom verbraucht wird, wenn Nachtsicht an das ist. Nachtsichtgerät an ist. Warum sollte man da nicht immer mit der Kamera rumlaufen, weil einem der Finger abfällt? Ich weiß nicht. Vielleicht hat das Nachteile. Da ist alles. Ist das Telefon? Ja, du. Ich wette, das ist so ein ganz schlimmes Bugaboo-Spiel, so. Ja. Wenn du die Tür aufmachst und. Oh nee. Nee, oh, bin jetzt schon fertig. Murkoff Psychiatric Systems, Projekt. Was? Wallrider. Wallrider. Patienteninitialen WPH Billy. Erste Patientenbefragung 12.04.2009. Alter des Patienten 19. Geschlecht männlich. Behandlerarzt Dr. Carl Houston. Patient behauptet, in selbstgesteuerte, luzide Traumphasen vorgedrungen zu sein. Morphogenetische Antriebsaktivität in beispiellosem Umfang beobachtet, fahren fort mit Stufe 4 Hormonen. Kriegt da irgendwas gespritzt, oder wie? Scheinbar. Was sind denn morphogenetische Antriebsaktivitäten? Oh, keine Ahnung. Ich dachte, du wüsstest das. Also in Zukunft nur noch nicken. Bist du nicht ein großer Arzt? Hab mir das nicht mal so vorgestellt. Spirometrie ergab keine bronchiale Akkumulation. Hämotigrit, was? Hämatokrit-Zentrifugierung zur Trennung von Erythrozyten erneut fehlgeschlagen. Höchst besorgniserregend. Ich lese diese blöden Sachen jetzt nicht mehr vor. Also die haben dir irgendwas gespritzt und es war nicht gut. Da wisst ihr es. Ich kann das Telefon nicht auflegen. Wenn jetzt einer anrufen will. So. Ah. Nanu? Tag. Kann ich anklopfen irgendwie? Ja, der geht aufs Klo, hallo, der, lass den halt mal. Atmet aber schon ganz schön schwer, hast du gerade gehört? Der Miles, ne, das bin ich. Oh, okay. Das tropft von der Decke runter. Tropft das durch die Wand oder hat da irgendjemand was hingegeben? Ich glaube, da ist ein. Ah, nee. Okay, da tropft irgendwas lang. Das finde ich gar nicht so toll. Schauen, ob hier noch eine Batterie ist. Ja, ist Mann. Okay. Hände waschen. Sollen wir da lang oder sollen wir. Ich glaube, wir sollen in die Lüftung schauen, weil hier ist, glaube ich, zu. Ah ja, okay. Yeah! Der Lüftungsschacht. Oh, ja, Spinnen, Spinnen, nein! Ja, danke. Aber da doch nicht, das ist doch dunkel. Oh, das
wäre es, wenn da jetzt schon einer gehockt hätte, ey. Ja, raus, ich würde hier gehen. Gibt's hier auch da war was. Oh. Was ist das für eine Heulsuse? Mädchen. Mark my words. Wir müssen nicht gleich in die Hose kacken. Da ist einer. Das ist für ein Spezi. Soll ich raus? Ja. Ich bin aber echt härter von deinem Geschrei erschrocken als von dem eigentlichen. Was ist denn das? Eine Pinata. Da hängt auch einer, oder? Ja. Da ist, glaube ich, der Fehlerkopf. Ich wollte die Tür zu machen. Okay, da ist der nächste. Da ist der Kopf ab. Oh ja. Oh scheiße, die stehen ja alle drin. Die kann man sich ja nirgendwo hindrehen, ohne Leichen zu sehen. Tag. Arm, meine ich. Ah! Der lebt noch. Tut's der noch? They killed us. You got out. The Variants. You can't fight them. You have to hide. You can unlock the main doors. From security and control. You have to get the fuck out of this terrible place. Oh, die Lampe ist gleich aus. Ich würde eher ins Licht gehen. Hallo? Ne, nicht die Art. Mach das Licht wieder an. Du musst Batterien sparen. War doch nicht auf Kosten meiner Nerven. Ich dachte, jetzt würde hier ein bisschen Licht reinscheinen, aber scheinbar nicht. Okay. Was ist das, eine Blutspur? Ehrlich, mir reicht es völlig. Wir könnten eigentlich mal ganz kurz eine Pause machen, denn wir sind eigentlich schon so weit. Dass wir aufhören können? Ja, wir haben es geschafft, sehr durchgespielt. Schön. In der nächsten Folge finden wir dann raus, wer den ganzen Leuten den Kopf abgeschraubt hat und ob der Fritz noch lauter schreien kann, ob ich noch lauter schreien kann. Bis dann. Ciao. Tschüss.